Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Und ja, ihr könnt sehen, ich musste wieder etwas Neues bauen. Und zwar gibt es halt Probleme immer mit dem Spielstand. Es gibt immer einen Crash. Und deswegen kann es auch sein, dass ich vielleicht für jede Folge einen neuen Park habe. Ja, aber das hier drüben ist er. Ich sag mal, es sieht nicht allzu schön aus wie der davor. Aber warte mal, ich glaube, ich weiß auch, woran es liegt. Hier ist kein Rasen. Guck mal, jetzt sieht es doch schon wieder ein bisschen schöner aus. Klar, umso weiter wir hier weggehen, umso schlechter sieht es halt aus. Aber, ja, das hier sollte jetzt nicht sein. Aber ist egal, ein bisschen paar Pflanzen gehören auch ins Wasser. Ja, neue Dinos, neues Glück. Ich bin gespannt, was wir sehen werden. Ich denke, wir gehen als erst hier rein. So, und zwar der Baryonyx. Der hat sich, ich weiß nicht, ob das jetzt nur ein neuer Skin ist oder so, aber das ist halt sein Aussehen. Wir gehen gleich nochmal näher ran. Wir werden halt... Wir werden geblendet von der Sonne. Alter, was ein Gebrüll. Okay, aber... Das hier ist er. Ja, es lässt sich gerade nicht steuern. Ah, doch, jetzt. Guck mal. Er hat sich verändert, oder? Alter. Warte, wir müssen ihn näher betrachten. Weil so können wir es gerade nicht richtig sehen. Also, das ist er. Wir können ihn leider nicht betrachten, weil, ja, er ist ein bisschen bedeckt, aber ich glaube, der sollte gleich laufen gehen. Oder wir machen halt so, dass wir die Bäume hier, bam, so, und da ist er nackig. Warte mal ganz kurz, Kollege. Eieiei, sieht schon gut aus, ey. Er sieht schon wirklich gut aus. Da kann man wirklich nichts sagen, ey. Er sieht halt aus wie aus dem Film. Naja, fast. So, ich weiß zwar nicht, ob sich hier irgendwie was an seinem Körper geändert hat, aber wie gesagt, ich denke mal, die Mod ist nicht einfach so da, dass es halt, ne? Ihr wisst ganz genau, dass es halt einfach ganz normal ist. Sieht schon fett aus. Aber Kollege, ich glaube, du brauchst irgendwas zum Kämpfen. Und zwar gehen wir hier rüben. Saurophaganax. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber das ist er. Ein Allo. Ja, ist halt wie ein Allo. Boah, das sieht jetzt geil aus gerade. Oh yeah. Chill, Kollege, chill. Ihr werdet auch noch kämpfen. Ah, er geht natürlich zum besseren Wasser hin. Aber das ist er. Sieht an sich ganz gut aus. Hat eine sehr große Ähnlichkeit mit einem Allosaurus. Aber zeig mal. Zeig mal, was du kannst. Ach ja, ich glaube, ich muss noch einstellen, dass sie sich beißen können. Weil ich hab's noch nicht eingestellt. So, Maximum, let's go. Ja, ja, speichern natürlich. Gut, ich hab's gefunden. Aber ja, das ist er. Sieht an sich auch ganz gut aus. Ist ein kleiner Süßer, aber der Baryonyx gefällt mir natürlich ein Ticken besser. Aber schöne Farben hat der hier. Ach ja, und das, was ich herausgefunden habe, alle die gemoddeten Dinos, das ist irgendwie ein Langhals. I don't know why, aber ich glaube, der Baryonyx sucht jemanden, wa? So, freie Kamera, let's go. Oh, sehen wir jetzt einen Kampf? Ich weiß es nicht. Wir gehen rein. Der Allosaurus oder der Baryonyx. Ja, er sieht schon fett aus. Da kann man wirklich nicht sagen. Aber er natürlich auch. Oh Gott. Okay, vom Gebrüll her, save the Baryonyx. Problem ist halt... Ja, was bringt dir ein Gebrüll, wenn du schwach bist? Aber bisher sieht's gut aus. Sehr gut sogar. Allo, komm, bleib ruhig da drüben. Oha! Hey, Baryonyx, komm, ich wette auf dich. Beide haben niedrige Gesundheit. Ich glaube, es sieht schlecht für den Baryonyx aus. Ich wette doch nicht auf dich. Ich nehme sofort mein Geld zurück. Ach man, Baryonyx, rest in peace. Alter! Ach, Sünde. Wie kannst du es wagen? Naja, er muss es halt tun. So, hast du schön gemacht. Ess mal schön auf. Und jetzt bekommt Besuch. Und zwar von den Tyrannotitanen. Und er sieht dementsprechend so aus. Jetzt kriegt er Probleme. Denn das ist er. Ey, Kollege, du kommst aber übel schnell hier rein und gehst halt richtig übel schnell. Aber warum? Krass. Okay, ich kann irgendwie nicht näher ran. Aber er sucht sich natürlich sofort den Allosaurus. Warte mal, Bodenkamera und freie Kamera. Ah, jetzt haben wir's.
Ey, sieht schon nice aus. Er sieht aus wie der, wie kann man das sagen, der Vater? Der Allosaurus? Also, ich sag mal hier wegen dem Kopf. Klar, sein Kopf und die Form, alles ist ganz anders. Er ist viel größer und. Klar, aber, ey, es sieht gut aus. Er hat wunderschöne Farben. Hübsch ist er auch. Ich weiß jetzt nicht, von wem er abgeleitet ist, aber vom DLC. Da ist ein Dino. Den habe ich auch zu Godzilla gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Aber das ist er. Das scheint er zu sein. Oder es ist halt der Giga. Ich glaube sogar, es ist eher der Giga. Ja, ja. Ah, die laufen aneinander vorbei. So, der will natürlich essen, weil ich hier nichts aufgestellt habe. Aber da die jetzt alleine sind, werden die jetzt noch einen Kollege bekommen. Lilien Sternus. Und das ist der Kleine hier. Der wird es jetzt sehr schwer haben. Oh! Hey, wie geil ist der denn? Hey, warte mal! Warte! Hä? Hört ihr das? Ist er ein Affe? Okay, ja gut. Alter, wie der Dino da hinten ausschaut. Eieiei, erinnert mich gerade an The Isle. Oh no. Okay, Leben und Tod. Ja, ich weiß, worum es geht. Ja. Ja, ich denke mal, der wird nicht lange überleben. Da drüben gibt's ein Fachheit. Oh. Ja, ein Biss hat gereicht und er hat gewonnen. Ja gut, er war noch verletzt, ne? Das ist unfair. Aber er wird gleich seinem Gegner gegenüberstehen. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Oha! Was war das denn? Dinosaurier vergiftet? Vergiftet? Das kenne ich ja noch gar nicht. Alter Schwede, sag jetzt nicht, der Alu gewinnt. Ich glaube, die geben auf. Ey, Kollege, komm, bis zum bitteren Tode. Da wieder! Ey, die Attacke ist gar nicht mal so schlecht. Er greift sozusagen zweimal an. Ja, er hat gewonnen. Aber ist klar, verständlich. Wir gucken mal gleich, wie viel Energie er noch hat. Aua. Hallo, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich getan habe. Junge. Aber das ist auch ein Brecher. Aber den richtigen Brecher wird er noch sehen. So, er ist vergiftet. Das bedeutet, wir werden ihm ganz kurz mal helfen, weil das wäre ein bisschen doof. Weil wir brauchen ja einen Gewinner. Betäuben brauchen wir nicht. Wir heilen ihn erstmal. Wir behandeln ihn. So, wo ist denn der ganz Klein? Du bist ein Flugsaurier? Okay, warte mal. Wen haben wir denn? Lilien hier. Hey, du ertrinkst noch. Och, guck mal. Ach, wie süß. Die unterhalten sich. Warte. Okay, der Schatten spinnt gerade ein bisschen rum. Ach nein. Oh no, bitte nicht. Bevor jetzt doch angegriffen wird, schauen wir uns ganz kurz ihn mal an. Ey, was hat der für Augen? Krass. Okay, sieht auf jeden Fall schnieke aus. Die Farben gefallen mir. Okay, ich weiß nicht, wie gesagt, was hier gerade mit dem Schatten los ist, aber ich denke, das hängt mit den Redwood-Bäumen zusammen. Aber an sich ist der Kleine recht hübsch. Der ist wirklich recht hübsch. Und jetzt einmal ihn hier nochmal. Guck mal, wie er ihn sich anguckt, ey. Ach, tu ihn aber bitte nichts. Aber ich glaube, der tut ihn auch nichts. Guck mir hier, wunderschönes Bild. Wenn die Grashalme nicht da wären. Aber nice. Ich denke mal, der wird euch auch gefallen. So, aber es geht weiter. So, was passiert jetzt? Okay, die greifen sich nicht an. Oh, hörst du da schon ein Auto? Hör mal. Ey, wait a minute. Ich wollte gerade sagen, lass den Kleinen in Ruhe. Ich glaube, der wird auch diesmal das Auto nicht angreifen, weil das habe ich erstmal ausgestellt. Er soll sich ja behandeln lassen. Bleib ruhig. Du kannst dir ruhig eine Pause gönnen, ja? Okay? So, Freunde, und dann kommen wir zum letzten. Zum allerstärksten. Davon habe ich übrigens 2 Stück geholt. Als erstes. In einer anderen Farbe, und zwar Küstengebiet. Ich weiß zwar nicht, ob er jetzt wirklich die Farbe hat. Oh, doch, er hat sie. Darf ich euch vorstellen? Keine Ahnung, wie er heißt. Hiosaurus. Eieiei. Es ist ein Monster.
Es ist wirklich ein Monster. Ach du Heilige. Ey, du kannst ruhig schwimmen gehen, ja? Oh. Oha. No way. Der ist ja noch größer als der Tyrannotitan. Alter Schwede, aber die Palmen und so weiter im Hintergrund, ey, das sieht richtig mega aus. Also, das ist er. Ja, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gesagt. Es ist ein Hai. Ein, ja, keine Ahnung. Ey, wie gesagt halt, die Modder, 1A-Leistung. Ey, vielen lieben Dank, dass man das überhaupt zeigen kann. Ich hätte niemals gedacht, dass Jurassic World, dass danach irgendwie Mods oder so rauskommen. Aber das hier ist schon... Das ist schon ein anderes Niveau, sagen wir es einfach mal so. Weil das hier zum Beispiel jetzt mit dem Shark, heftig. So, der wird hundertprozentig kämpfen. Warte mal, du hast da unten ein Loch? Was ist das? Okay, gehen wir nicht weiter drauf ein. Okay, pass auf, bevor die jetzt irgendwas machen, ich will mal ganz kurz gucken, was der für eine Farbe hat. Oh ja, das ist die richtige Farbe. Das ist die richtige Farbe. So wie halt ein Hai aussehen soll. Heilige Maria. Was hat Henry Wu, Dr. Wu, erschaffen? Naja, eigentlich sind es die Modder. Jaja, aber vielen lieben Dank dafür. So, wir wollen den Kampf sehen. Was passiert da? Was? Okay, 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 okay. Los. Haiosaurus gegen Tyrannotitan. Ja, aber ich glaube, ich weiß schon, wer gewinnt. Der Hai wird gewinnen, weil der sieht schon, sieht noch ein bisschen schwach aus. Aber er hier, wait a minute. Oh, das ist schon ein Brecher. Ist gut, brüll nicht so laut und zeig, was du kannst. Bis jetzt hast du nichts gezeigt. Hat er halt wirklich nicht. Zeig. Oh, doch jetzt. Tyrannotitan, komm, gib ihn. No. Nein, 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 nein. Please, don't die. Ja, er stirbt. Ach, come on. Warum tust du ihn das an, ne? Warum machst du das? Aber er sieht schon klasse aus. Ey, und wie gesagt halt, ich habe noch einige Mods auf Lager. Einige. Das sind noch echt, wie gesagt halt, da bin ich noch buff. Oder beziehungsweise werde ich noch buff sein, sobald ich es sehen kann. Und wo ich ihn gerade sehe, ich finde, vielleicht wird ja irgendwann in Zukunft ein Helikorpion kommen. Weil der hat ja schon so eine ähnliche Fresse, seht ihr das? Guten Appetit. Ach, gucke mal. Nee, aber cool. Hi und Hi, ihr beide werdet kämpfen. Ihr müsst kämpfen, es kann nur ein Überlebender geben. Mal gucken, wie heißt denn der übrigens? Karo Monstrum. Ja gut. Karch Karo Monstrum, alles klar. Aber ein hübscher Name hat er. Einen sehr hübschen Namen. Och, der Kleine lebt ja immer noch. Ich glaube, der wird... Er ist der wahre Sieger. Sagen wir es einfach mal so. Er ist wirklich der wahre Sieger. Ach, ich sehe das jetzt erst. Guck mal oben. Der hat so eine kleine Flosse und dann so eine ganz scharfe. Ja, an den Händen hat er so komische Flossen. Kiem hat er natürlich. Er muss ja auch irgendwie atmen. Außerhalb des Wassers. Und ja, da hat er mehrere Flossen. Das sieht schnieke aus. Ach ja, ist das herrlich. Eieiei. Ich hätte niemals gedacht, dass ich noch so viele Folgen von Jurassic World mache. Aber ich denke mal, es wird mindestens noch 10 kommen. Und natürlich, ach wie klein. Wenn es mehr Mods geben sollte, wie gesagt, werden noch mehr kommen. Aber mal abwarten. Oh, guck mal. Kollege, bitte lass den kleinen. Oh, er lässt ihn doch in Ruhe. Das ist nett von ihm. Sehr nett sogar. Sollen wir sehen, wenn sie sich jetzt nicht angreifen, ich glaube, dann wird doch nichts passieren zwischen den beiden. Nee, passiert nichts. Schade, schade, schade. Ich habe gedacht, die kämpfen wenigstens noch ein bisschen. Aber egal. Ja, Freunde, dann war es auch schon wieder von der weiteren Folge Jurassic World Evolution. Nächste Folge kommen weitere geile Mods wieder. Ich bin gespannt. Ich habe noch circa 10 Stück runtergeladene. Also erstmal so die besten, die halt so richtig crazy sind. Und ja, dann halt mal gucken, ne? Also, ich hoffe natürlich, euch hat die Folge gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall einen Kommi und ein Like da. Also,
Bis zum nächsten Mal.